So, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde und Mitfahrerinnen und Mitfahrer und so weiter und so fort. Willkommen live aus Singapur und ja, es ist in der Kommentatorenbox heiß und stickig, aber unsere Klimaanlage wird gerade repariert hier. Und darüber freut sich auch mein anderer Kommentator, der heute an meiner Seite sitzt, der gute Jan. Ja, guten Abend, Martin. Ja, heiß und stickig ist es, deswegen gehe ich jetzt gleich mal öfters raus. Aber ich glaube, das ist auch heiß und stickig. Aber ja, bin mal gespannt auf heute. Könnte eine heiße Angelegenheit werden, wenn es nicht regnet. Gar nicht so unwahrscheinlich in Singapur. Ja, Singapur. Eigentlich eine schöne Stadtstrecke. Was hältst du davon, von der Strecke? Also an sich ist es von den Stadtstrecken, die wir im Kalender zur Verfügung haben, tatsächlich meine Lieblingsstrecke. Also es ist zwar auch eng an manchen Stellen und du hast nicht viel Fehler, um nicht viel Platz, um Fehler zu auszugleichen, sage ich mal. Aber wenigstens ist das eine Stadtstrecke, wo es Überholmöglichkeiten gibt oder auch tatsächlich an manchen Stellen die Strecke sogar Fehler erlaubt. Also, ich bin sehr gespannt. Also, ich mag sie sehr auf jeden Fall. Ja, das sehe ich genauso. Ich fahre sie auch gerne, aber ist auch nicht auch wieder eine Strecke, wo ich sagen muss, da könnte der Unterschied auch viel größer sein als wie jetzt zum Beispiel in Monzarz. Also, könnte interessant werden. Aber ich glaube, die Lücken werden hier doch relativ groß werden. Ja, ich bin mal gespannt. Also, ich kann mir vorstellen, dass wir Billie Eilish da vorne wieder im Williams da vorne wieder sehen werden. Danedi im Qualifying bisher, was ich gesehen habe, auch immer bockstark gewesen. Tobi auch immer für eine Überraschung gut. Der gute Yukio in seinem Ferrari. Also, aber auch so ein Next Dutch und Ifale, die darfst du halt auch nicht vergessen hier. Aber es ist halt Oh, Liga hast du. 3, da kann halt alles und jeder quasi eigentlich gewinnen. Also bin ich mal sehr gespannt. Also eng wird's auf jeden Fall und ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, wer die Pole jetzt an sich holen wird. Naja, ich denke schon, da habe ich auch so zwei, drei im Blick. Wie gesagt, wie du schon sagst, Billie Eilish. Ich gehe mal gerade hier durch. Was haben wir denn noch? Cindy Unheil auf jeden Fall auch. Der natürlich in Monza bockstark war, also das war echt sau gut. Oh, Yukio. Soulcatcher guckt uns schon zu. Willkommen, Soulcatcher. Yukio auf jeden Fall auch, aber nicht für die Pole. Weiter durchgehen. Bayermark ist eigentlich auch immer davon dabei, wobei aber ich sagen muss, seitdem er auf Lenkrad umgestiegen ist, hat er so seine Schwierigkeiten. Gut, da muss er auch erstmal reinkommen. Oder vielleicht drei, vier Bier vorher trinken, man kennt ihn. Gut, das ist aber die Und. Eingewöhnungsphase beim Lenkrad. Das ist Ja, halt. das. Ja, für die einen, die brauchen länger, die anderen, die sind da viel schneller. Also. Ich hab auch meine, ich glaube, 3 Wochen oder so gebraucht, bis ich vom Controller auf Lenkrad damals auf dem G29 klargekommen bin. Also, es war halt schon. Ja. Ja gut, dafür bist du ja immer noch nicht schnell, deswegen ist ja auch nicht das Problem bei dir. Ja. Stimme ich zu. Ja, wir haben jetzt gerade, die Jungs haben irgendwie die Probleme, hier in die Lobby reinzukommen. Tja. Gerade mal durchgucken, wer fehlt denn jetzt noch? Haben jetzt 17 Leute haben wir. Ich glaube, Vielli fehlt noch, oder? Ich guck gerade mal durch. Ja. Vielli müsste, glaube ich, der Einzige sein, der fehlt. Starch ist auch da. Team Haas. Fireball fehlt noch. Fireball? Aber wo fährt der denn nochmal? Ah ja, Haas. Haas hat's ja gerade gesagt. Ich habe mir ja nicht zugehört. Alles gut. Alfa Romeo ist da, Williams ist da. Ah, Ja, und wie Aston gesagt, ist auch Vielli fehlt noch noch. einmal da. Tauri sind da. Gut, Vielli startet Sehr gerade gut. den Bums neu. Und Okay. Fireball, ja gut, was ist mit Fireball? Da kam jetzt auch noch keine Rückmeldung.
Irgendwer ist hier beigetreten. Etwa der ist es, es ist der Koordinator der Liga Servus 3. Jungs, ich störe jetzt vielleicht euren Ja. Stream, aber jetzt mal eine Frage. Wie gehen wir jetzt vor, wenn die Leute weiter nicht reinkommen? Wollen wir dann einfach starten oder wollen wir noch ein bisschen warten? Jelle kommt nicht rein. Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich. Martin? Ich weiß nur, ich weiß, ich mir wurde mal was gesagt von einer Regel von wir warten nicht auf eine Person. Also sorry, dass das hier gerade live ist. Also so kriegt ihr mal ein bisschen Hintergrundinformation mit rein, wie das bei uns so abläuft. Aber mein Stand war immer, dass wir nicht auf eine Person warten. Problem ist, die Regel Ja, wurde jetzt in ich. letzter Zeit so oft hinterfragt und Ja, warte nicht mal, ich. ignoriert, dass ich, das ist halt, musst du, frag mal die, das Sekretariat einmal Ich nach bin. unten. Ich will gerade mal Achso. ich habe. Okay. Also, ein Ding fehlt noch. Groot Viali Jo, fehlt Billy noch. kann mit mir nicht sprechen. Ich weiß Und nicht, wo er ist. Fireball. Und Haas fehlt Hörst du noch, ja, die Billy? kommen. Ich habe Koordinatoren schon reingeschrieben, aber da kommt keine Antwort. Und ich kann Jan auch nicht gerade verstehen, weil. Doch, ich, Billy, ich höre dich jetzt, alles gut. Jetzt höre ich dich auch, ja. Vorab, wir sind schon live, damit du Bescheid weißt. Ich weiß, ich höre den Stream an. Ja, wir wollen jetzt, ich will gerade noch kurz was abklären. Ich bleibe jetzt mal bei euch drin, damit ihr mir Bescheid sagen könnt und dann gehe ich wieder, wechsle ich wieder die Party. Ist natürlich ärgerlich jetzt, wenn eine Person nicht reinkommt. Von Fireball auch irgendwas? Ist er mittlerweile Ach, da? Viali ist drin, okay. Ah, jetzt ist er drin. Und jetzt Jawohl. fehlt noch Fireball, oder? Ja. Kam aber auch keine Rückmeldung, oder? Aber wenn da keine Rückmeldung kam und nichts, dann würde ich einfach jetzt gleich starten. Dann Ja, starte ich gehe. jetzt. Dann gebe ich jetzt das Go, Jungs, oder? Ja, Ja, mach ruhig. mach das Go. Wir sind ja schon 10 Minuten drüber. Zur Not muss er nach, zur Not muss er halt dann nachschalten. Das Es ist kam dann ja auch halt. keine Rückmeldung, dass er nicht reinkommt. Also von daher, go. Ja, dann gehe ich wieder in eine Party rüber, ne? Na, viel Spaß beim Alles Stream, klar. ne? Jo, viel Erfolg. Tja, meine Damen und Herren, so hört's, so klingt das, wenn tatsächlich mal, wenn tatsächlich das Spiel mal wieder meint, technische Probleme verursachen zu müssen. Aber ja, kommt halt leider in letzter Zeit gerade bei dem Game ziemlich oft vor und ja, kann man, bitte ich nur zu entschuldigen. Ja, jetzt sind sie ja da. Ja. Gut, was jetzt mit Fireball ist, keine Ahnung. Wenn er wenigstens gemeldet hätte, dann hätte man sagen können, okay, aber man kann man gar nichts. Gut, sind wir jetzt hier drinnen in Singapur. Dann startet man war durch. Man sieht auf jeden Fall trocken aus. Aber wenn ein Fahrer den Stream offen hat, kann er mal gerne mal Bescheid geben, ob es im Rennen regnen soll. Das würde mich jetzt mal sehr interessieren. Fullwert wird die Karte wird, das wird witzig. So, dann schalten wir das ein, das aus. So, ich entschuldige mich schon mal vorher hier an die Zuschauer, falls ich mal, falls mein Husten zu sehr stört. Ich bin die ganze Wochenende ziemlich am Arsch gewesen. Dementsprechend entschuldige ich das schon mal. Kann sich auch anstellen, Ja. ne? Schlimm, ne? Bevor es Aber jetzt bisher hat noch keiner Bock. gleich. Ne, ich sprint doch mal schnell noch in die Küche. Machen wir noch schnell Kaffee. Na dann, gut Schluck. Ah, ein Alpin fährt raus. Wo ist der Alpin? Die Suche, die berühmte Suche nach den blauen Punkten fängt wieder an. Ach so, und weil ich wieder heute streame, ja, willkommen bei der nächsten Runde Lost by Madin. So, Senior Unheil, der erste auf der Strecke, der So. jetzt auf der In-App fährt. Kaffee ist am Köcheln. Oh, es wird geschrieben, komplett trocken. Ja, das, okay, dann wird es morgen regnen. Ja. Das wird super. Was hast du gerade Lost beim Muddin? Was hat man jetzt verpasst? Das ist immer Dass du so ein Lost bist, Kategorie. wissen wir ja. Ja, aber das ist immer eine Kategorie. In den Streams bin ich dann besonders lost. Naja. Gerade so Stammzuschauer können das sehr gut bestätigen.
Wenn ich jetzt schon wieder gucke, zum Beispiel auch der Ferrari oder auch der Red Bull. Ich finde, manche Autos sehen halt im Dunkeln, die Beleuchtung drauf, die Autos scheint, extrem geil aus. Ganz ehrlich. Ja. Auch der Alpine zum Beispiel sieht echt schick aus ins Dunkeln. Na, darfst den Williams nicht vergessen, der sieht da mit seinem. Der sieht halt auch noch extrem geil aus. Hast du, weil du Williams fährst. Ja, du auch. Ach stimmt, dabei raus. Schlimm, ne? Den hat die Leitung mir aufgebrummt. War Leitung, den ich wollte, oder Richtig, ich hab's was? irgendwie abgeschoben. Ich hab den einfach nur genommen als Viertball, weil mir nichts anderes einfiel. Warum habe ich einen Williams? Boah, Was ich kann sind für mir. dich so im Quali so Schlüsselstellen? Was sagst du, wo welche Passagen extremst wichtig sind? Da die Kurve, wo wir fahren aber ein bisschen Ohnheim mit. Dann können wir das ja einfach mal gucken. Ja. Wir haben auch einen, der das auf Mediums versuchen will, tatsächlich. Boxenausfahrt, also da, das ist auch eine schwierige Stelle. Haben wir auch schon viele Manöver gesehen, wo die schief gehen können. Aber die Kurve, wo jetzt drauf zufährt, auf die erste DS-Gerade, das ist so eine Schlüsselstelle, da Schwung mit rauszunehmen. Da machst du es dir gerne wenn du da zu weit rauskommst, tatsächlich ungültig. Aber du kannst auch viel Schwung verlieren. Und halt einer der Schlüsselstellen ist halt dann die Brückensektion, ne, in Sektor 2. Ja, Und ich würde sagen, zum Schluss noch die beiden Schikanen in Sektor 3 tatsächlich. Also es gibt ein paar, also. Machst du die eine, also kannst du es so gut in der einen Stelle machen, der Strecke, aber kannst es dafür so sehr auch in der anderen Stelle wieder verkacken. Also Singapur ist eine technisch sehr anspruchsvolle Strecke. gesagt, was du gerade schon angesprochen hast, auf jeden Fall. Auch Schwung auf die DS gerade. Auch diese Brückenpassage, die sind sehr extrem wichtig. Was für mich aber auch ausschlaggebend ist, ist Sektor 3 auf jeden Fall. Den musst du gut treffen, weil da liegt so viel Zeit. Sind Unheil ist jetzt gerade um drauf. Oh, Danidi. Ah, gut, Danidi hat eine Qualisperre. Ja. Panda ist auch schon DNF gewesen. Oh, da macht aber Unheil einen kleinen Fehler. Aber jetzt gucken, wie jetzt die letzten beiden Schikanen nimmt. Ja, hat auch die Ja, Eingang in eigentlich diese gut. Brückensektion schon ein bisschen Zeit liegen lassen. Ja, hier, das verlässt er auch Zeit liegen. Ja, gut. Wichtigste ist aber vor allem auch in Q1 erstmal eine Zeit zu setzen. Ist für mich persönlich auch immer wichtig, wenn ich danach noch eine Zeit fahre. Oder 40,5, okay. Aber das ist immer wichtig, dass du deine Referenzzeit hast. Dann, wenn du weißt, wie ist deine nächste Runde. Weil einfach so ins quasi. Du fährst und weißt gar nicht, ob du jetzt gut bist oder nicht gut bist. Ja, wichtig. Dann kommt jetzt Ifalay. 39,7. Direkt dahinter ein Alfa Romeo und ich komme wieder nicht hinterher. Wer ist es denn? Ich Domrossi hat guck mal abgebrochen. gerade, was sind denn letzte Saison für Zeiten hier gefahren? Kann man das irgendwie noch nachgucken, nachträglich? Ich Wahrscheinlich im kann das. Stream irgendwo. Oh, Faya fährt jetzt auf ihre schnelle Runde. Dann haben wir Bushi auf der Outlap. Hä? Na, hast du 39,0? Okay. Bin Ich ich weiß, gerade. ich hab nicht mehr im Kopf, was hier für Zeiten gefahren wurden. Bin ich gerade Aber lost? War nicht hier ja. Unheil und Herrlichkeit hier nicht die gleichen? Oder war das bei Twitch das mit umbenannt von Azura auch? Ich habe keine Ahnung, ich blick nicht mehr durch bei den ganzen Namen. Sora war das, war doch meine Helligkeit, oder? Ja. Aber ich habe den auch irgendwie mit Senior Unheil irgendwie in Nee, Verbindung. das. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Maximal lost, ich sag's ja. Er fährt auf jeden Fall in die Box. Das Unheil. So, vielleicht muss ich mal ganz kurz verlassen. Ich bin nicht wie Ralf Schumacher, ich kann mir einen Kaffee bringen lassen. Ich muss mir noch selber holen. Reich. Schlecht erzogen die Dienerschaft hier. So, wir haben die ersten Kandidaten jetzt mit einer ordentlichen Zeit. Also für den ersten Lauf. Da müsste jetzt eigentlich als nächstes, ich glaube, Saya jetzt kommen. Eine Fresse ist das nicht. So.
Und Zaya reiht sich mit einer 1,42,2 auf der 9. Position stand jetzt ein. Damit haben wir jetzt gut die Hälfte an Fahrern, die jetzt eine Zeit gesetzt haben. Und Marcel Chat eine 39,0 bisher, die beste. Bin mal sehr gespannt, wo das hier in Liga 3 heute hinführt. Was die Polezeit sein wird. Ich habe überhaupt keine Zeitreferenz hier. So, dann ist als nächstes Busch jetzt an der Einfahrt. Ich meine, das waren Liga 1, waren es so 36er Zeiten, Liga 2 waren es so 37er. Also ich denke mal, die besten werden wahrscheinlich so hohe 38er schon werden hier. Vielleicht sogar noch besser. Also ein Unhall denke ich schon, dass er da eine vernünftige Liga 2 Zeit hinklatschen kann, das denke ich schon. So, Kavi ist fertig. Jetzt Und im Chat wird schon wieder springt. geschrieben, irgendwer will wieder Leute vorlassen. Keine Ahnung. Er will Leute vorlassen. Daneli will irgendwelche Leute vorlassen. Nicht hinterfragen. So, die beiden Fahrer sind jetzt, na, der eine Fahrer ist zumindest auf seine Hot Lap jetzt gegangen. Chat, Billy mit einer 39,5. Das sind ja beide unsere WM-Rivalen, die gegeneinander fahren. Wobei Master Chat jetzt letzte Saison, letztes Rennen leider nicht dabei war. Durch Internetprobleme. Und Koppi hat sich in der Brücksektion einmal gedreht gehabt. Ah, das geht ja schnell. Dann haben wir den jetzt als nächstes. Das sieht dann am besten aus. Das ist Bursch, aber Nee, der wird jetzt reinfahren. es ist Unheil, der fährt aber jetzt erst auch noch mal. Oh, das war knapp. Das glaube ich Dome Garcia, der auch noch keine Zeit hat. Wieder Sektor 2 angeblich. Ja, den dürfen wir halt auch nicht abschreiben, ne? Dom Garcia, auch eigentlich einer, der auch das Zeug hat, da vorne mitzufahren, tatsächlich. Auch nicht schlecht, ist ja letztes Jahr auch ein Rennen gewonnen. Ja, Zwar meine quasi ich ja. grünen Tisch, aber gewonnen ist gewonnen. Und was jetzt hier hinknallt? 40,5. 45 auf Platz 7. Na ja gut, das ist der erste Schuss. Dann haben wir jetzt noch, wer fehlt denn jetzt noch? Noch ein paar einige. Lars hat jetzt noch Ja. 41,1 gesetzt. Wir haben mal im Alpha Tauri noch den TCL. Beide auf Outlap. Ja. Be und beides neue Fahrer, oder? Genau, Happy Nobby und. Tauri. Richtig, beide sind neu und beide versuchen sie auf den Mediums. Kann man Gespannt sind, machen. ob sie das auch schaffen. Natürlich, klar. Wenn sie das schaffen, ist natürlich stark. Dann ist der nächste, der jetzt eigentlich eine Zeit sieht. Meine Herrlichkeit ist auf Outlet. Das müsste theoretisch Unheil sein. Ja, Unheil. Siebzehntausendstel langsam noch Sektor 2. Aber wir wissen alle, in Sektor 3 steckt eine Menge Zeit. Also, lassen wir uns mal überraschen. Ich muss natürlich auch sagen, Singapur ist natürlich auch eine schöne Stadtstrecke, wo doch wirklich, da kann man auch überholen. Wenn wir jetzt, keine Ahnung, Monaco, wenn du ein Beispiel nimmst, da kommst du ja wirklich gar nicht vorbei. Vielleicht auch eine gute Racing-Strecke ist. Also 30, Kon Unheil 43 gefahren. konnte sich um knapp anderthalb Zehntel verbessern. Dann müsste jetzt der gute Yukio alias Tobi kommen. Ich Einer guck von gerade den vielen beim. Tobis. Ich guck gerade beim Tauris zu. Unser TCL ist ungültig. Happy Move ist jetzt noch gültig. Mal gucken, was er hier hinknallen kann. Obwohl, nee, der Soyuz gar kein RS. Beide nicht. Ich weiß ja, vielleicht wollen sie sich auch ein bisschen einfahren, kann ja auch möglich Und sein. Yukio, also Tobi, setzt sich auf die zweite Position mit einer 39,5. Stark. Er hat Maß aber schon mal für das Q1 so ordentliche Zeit rausgebuttert und mit einer, wenn er jetzt schon, wenn er knapp eine halbe Sekunde schneller ist, stand jetzt.
zum Zweitplatzierten. Also da hat er schon mal eine ordentliche Zeit hingelegt. Boah, ich sehe Maas im ersten Gang auf Vollgas. Eieiei, mache ich da dann, tätowiere ich die Wand da links. Ich muss sagen, ich finde das irritierend, wenn ich auf einem Alpha Tauri eine 93 sehe, meine Fahrernummer. Ich finde das total irritierend. Ich habe da noch nie drauf geachtet. Oh, da stand ein McLaren in der Wand. Helligkeit. Auch grundsätzlich eine sehr ungünstige Stelle. Ja, vor allem wenn du genau mitten auf der Strecke stehst, dann ist es echt schwierig. Ja, moin moin, Skiller Hero. Happy Noob, happy, ich sage einfach happy, jetzt einfach, der ist eine halbe Sekunde schneller jetzt. War jetzt Juste Ja. auf. Gucken wir mal. Auf jeden Fall TK an. Ja. Und TÜV ist ein Lenkradfahrer. Eigentlich nein. Dafür sind die Bewegungen zu Glaube ich auch sauber. nicht. Ja gut, manche Controllerfahrer, die haben manchmal flüssigere Lenkbewegungen als manche Lenkradfahrer. Skileo schreibt, schön wieder Martins Stimme zu hören. Kann ich nicht bestätigen. Kann ich auch nicht bestätigen. Ich Jetzt schauen wir enthalte mal, was mich. Happy Nubi hier fährt. Ja, 41.0 mit Mediums. Oh. Platz 12. DLC, TTL auch. Oh, Platz 6, 40.2. Stark. Es ist quasi, es scheidet ja nur noch einer aus. Und momentan ist das die gute Herrlichkeit. Aber gut, der hat noch Zeit für einen letzten Run gleich. Dumme Guck mal gerade, das Gasse Mass auf Left Chat kommt Outlap. jetzt, ist knapp Ja. langsamer. Ja, gut, dass der überhaupt noch Wieder mal rein. fährt, das ist halt. Ja, Wahrscheinlich ich war. hoffe. Ich hoffe, es war ein Nee. gebrauchter Satz, den er da benutzt hat. Ja, Meta, du sagst, das Überholen ist zwar möglich, aber auch schwer. Und ja, der andere muss halt auch wieder. Muss halt auch wieder. Oh, Spielen. Copy ist an der Copy aufgegeben. Ja, das stimmt schon. Du musst, wenn der Vordermann DRS hat, dann hast, brauchst du gar nicht versuchen. Klar, du musst natürlich besser im Schwung haben und auch mehr ERS natürlich, aber es ist möglicher als auf manch anderen Strecken, sagen wir mal so. Das war, das hat den Williams garantiert ein bisschen irritiert. Ja. Oh, Ballmer hat auch gar kein ERS mehr. Wir haben Gelb, also das ist Platz machen. Willi hat aufgegeben. So, die fahren in die Box. Leute, die sind durch. Busch ist an der nächsten. Uiuiui, Bayer Mike raus. Ah, Eingang zu dieser Engpassage, diese Brückenpassage, nimmt er die Linkskurve zu eng und hat sich den Reifen abgehackt. Ärgerlich, ärgerlich. Und steht wahrscheinlich an einer sehr irritierenden Stelle für die Fahrer. Nee, steht in der Wand, das ist eigentlich Okay. alles okay. Ja, dann ist Busch jetzt der nächste. Skeleo schreibt an keiner DS-Zone und kommt da vorbei. Ja, hier gibt es leider keinen Kies, wo ich dich diesmal reinschieben kann wie ein Monster. Muss man mal gucken. Aber ich glaube nicht, dass ich immer noch vor dir sein werde. Außer du spinnst dich wieder. So, wen haben wir jetzt noch so? Mal schnell. Lars Buschi. ist 3 Zehntel schneller. Okay, Buschi bricht ab. Dann müsste es jetzt Herrlichkeit sein noch. Ja, ich guck mal, was Helligkeit macht. Der Reicht wohl jetzt nicht. auf. Nee, ich denke mal, Oder ich glaube, geht der geht jetzt auch um? jetzt. Der hat, glaube ich, abgebrochen. Der geht jetzt auf Hot Lap. Dome Garcia hat sich gedreht. Ja. In der letzten Ja, Meta, dass Kurve. Kanada und Australien auch als Straßenkurse zählen, das ist mir auch bewusst. Ah, Aber ist das es ist immer. zulässig?
Eine Frage an Ich. dich. Als Steward, ist das zulässig, wenn man aus der Startziel sich aus der letzten Kurve gedreht hat und dann einfach dann nochmal in die Box fährt? Nochmal, So, was war? der hat sich auf der Startziel, auf der letzten Kurve auf Startziel gedreht, wo jetzt der Ferrari drauf zufährt und ist dann straight, statt sich, ist dann straight geradeaus, gerade so in die Box noch reingefahren. Wer Über die denn? beiden Poller. Wer? Müsste ich gucken. Ich hab's leider gerade Ja, wieder vergessen. erlaubt ist es eigentlich nicht. Aber ich glaube, das ist eher aufs Rennen bezogen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da jetzt wirklich was im Regelwerk haben. Ich Wenn es weiß jetzt es auch einen nicht, deswegen irritieren habe ich den würde, gefragt. dann, wenn einer dahinter war, okay, dann ist es vielleicht irritiert es vielleicht, keine Ahnung. Oder wenn du gerade in die Box reinfährst, ich glaube, dann ist es schon nicht gerade angenehm, aber gut, wenn es einen gestört hat, dann soll das anfragen. Nö, sah nur seltsam aus, deswegen wollte ich Ja, nachfragen. Egal. schau mal, Helligkeit jetzt. Im Grunde muss er doch jetzt was herbeibringen. Auf Das die tut es auf 5! Platz 5, 42. Und Sehr damit gut. ist Happy Nobody raus. Nobody. Okay, du bist auch so ein Nobody. Nubi. Ja, hat er sich verpokert mit den Mediums. Ich wollte ihn einfach Happy nennen. Happy klingt besser. Ja, Happy hatten wir ja auch schon lange genug, aber der heißt ja Happy, heißt jetzt Daniel. UPL Daniel. Ja, Nicht mehr Happy stimmt, Danny. der hieß ja auch mal Happy Danny. Der fröhliche Daniel. So, Lars fährt auch nochmal, aber ich glaube, das ist eher ein Roll wieder, der fährt jetzt wieder rein. Oder er fährt durch die Startziel, dass wir uns nicht die Reinschieb-Animation noch antun müssen, obwohl das eh noch einer auf der Strecke, aber ja. Fährt noch Ja, niemand. Helligkeit und Herrlichkeit Lars fährt in ist die. ja auf Ausdrollrunde. Naja, Lars fährt in die Box. Ja, damit ist Happy Nubi raus. Danidi mit der Qualisperre natürlich. Panda und Bayer Mike ist auch ausgeschieden. Ja, damit haben wir 14 Leute gleich in Q2. Das heißt nur 4 Leute, die rausfliegen gleich. Ja. Ja, und der neue, der TCL, hat auf jeden Fall schon mal sich einen Soft gespart. Warten alle gespannt, bis Helligkeit da über die Linie fährt. Ja, es ist die KI, der, das ist egal. Das ist, müsste die KI sein. Das, ja. Oder war er vor der Zeit noch? Ja, doch. Bitte, Herrlichkeit, fahr bitte über die Linie. Dankeschön. Ich finde das auch einfach irritierend, wie da einfach so ein Reifen auf der Anfangsstartziel auf der Strecke liegt. Ja, das stimmt. Jetzt haben wir schon mal ein ungefähre Zeiten und gucken, wer wo landet. Also Also meine Favoriten sind allesamt vorne tatsächlich, die ich da so ja. aufgezählt habe. Weil Ja, Mars halt schon ein wirklich Unhalt. ein Ding dahingesetzt hat schon, ne? Ja, also ein Unhalt sehe ich auf jeden Fall auch da vorne noch. Ein Ifalei darfst du eigentlich auch nicht unterschätzen. Also. Ich denke, dass der auch da irgendwie in der Top 5 vielleicht irgendwie rumdümpeln kann. Und Vielli ist eigentlich auch nie schlecht, der hat halt oftmals Pech. Und dumme Garcia ist halt auch noch, also ich denke, das könnte doch spannend werden. Ja, und Happy hat sich, wie du gesagt hast, auf seinen Mediums komplett verpokert. Und ich glaube, das könnte wieder richtig spannend werden, voll mit Q3. Also letzte Woche in Monster hatten wir auch ein sechs spannendes Qualifying. Das war auch interessant. So, Was meinst du? Picke für dich einfach, wenn du jetzt rauspicken müsstest, wo du sagst, für ihn geht's sehr schwierig in Q3 zu kommen. Saya tatsächlich, glaube ich.
Ja, das glaube ich allerdings auch, dass für Xayah in Q2 Ende ist. Xayah oder und auch Lars, so die beiden, weiß ich nicht, die habe ich jetzt nicht so auf der Kappe. Ich denke, für die beiden wird's sehr, sehr schwierig. Aber auch für in Next Dutch könnte es auch nicht einfach werden. Ich denke mal, so die zwei, drei Leute, da könnte es kritisch werden. Aber es kann einiges passieren, hast du eben gesehen. Bayermark haut sich auch immer DNF, der eigentlich auch ein Kandidat für Q3 ist. Und die eigentliche Fall Ja. von TLC haben wir noch nicht gesehen. Und er muss da jetzt aufpassen. Yu-Gi-Oh! Macht natürlich den klassischen Ja. Klassiker. Wir haben die Reifen auf schon mal. Ist ja nicht umsonst der Spinmeister. Nee, aber diese, ich glaube, ich bin mal so auf diesen, auf den neuen Alpha Tauri gespannt. TCL. Der müsste ja. Entschuldigung. Der müsste ja, also der ist ja nur auf Mediums gefahren. Mal gucken, was der jetzt auf Soften dann zwar so an den Tag Also die legt. Medium. Die Medium-Runde, die war schon stark. Und Ja. ich denke schon, dass er auch da vorne mitmischen könnte. Aber gut, ich sag mal so, Qualifying ist ja die eine Sache. Du musst natürlich auch dann die Performance im Rennen zeigen. Boah. Was bringt dir da, du fährst auf Pole und im Rennen spinnst du dich 70 Milliarden Mal? Oder Bringt das dir dann Glück auch haben, nichts. heile durchzukommen. Ja, oder man geht im Sprintrennen in die Box. Im VSC. Ja. Ich will jetzt keinen Namen nennen, Martin, aber Ja. ja. Eigene Dummheit. Aber habe ich auch schon mehr schon oft gesagt und auch Ja. zugegeben. Bin halt einfach schlecht, wie du auch schon gesagt hast, deswegen alles gut. Richtig. Also darf ich mir das auch erlauben. So einfach. Wie sagt man so schön, ich mache das, weil ich es kann. Ja, komm. Ich punkte in Liga 1 auch nur, wenn vor mir komplett das Chaos ausbricht. Ja gut, Liga 1 ist aber auch kein Vergleich jetzt. Nee. So, wer ist jetzt der Erste? Das sieht nach einem. Das müsste Ist Mars. Mars sein, oder? Ja. Bleiben wir mal, gucke ich mal, was er da für Zeiten fährt. Oder wie er die Zeit fährt. Habe ich jetzt mitbekommen, er fährt, glaube ich, mit Handy-Hotspot. Hoffentlich hält das. Du, ich war letztes Mal bei uns schon überrascht, als der, als Norm mit seinem Hotel WLAN so gut gehalten hat. Handy-Hotspot ist gut, aber ja, eigentlich, aber ich saug halt Ultraleistung. Heute Abend wird direkt erstmal Datenvolumen aufgefüllt. Neu dazu gebucht. Dumm ist es, wenn Startvolumen im Rennen aufgegeben wird. Ja, das ist ja bitter. Mal schauen wir, was jetzt in Sektor 3 hier macht. Wie die Sektor 3 nimmt. Oh, Skiller Hero will schon wieder wetten, er setzt vier Subs auf Ifalay oder Herrlichkeit, wenn einer von den beiden gewinnt. Und da hat sich Mercedes weggedreht da hinten und Ja. erwartet. Jetzt kommt Master Chat über die Linie. Und 39,3. Eben ist er eine Nuller gefahren. Buche ich mit einer 40,0. Verleih Ich verleihe eine 39,9. 39,9. Natürlich schon ein Unterschied. Bruno Omega Garcia kommt Sierra. jetzt. 41,1. Dann haben wir schon Billy. Der WM-Führende. Der 38,8. Yukio macht den Spinmeister. Ne, 44,3. Jali Ist ärgerlich. 41-2 und Ja. Saya fährt jetzt erst auf ihre Runde. So, dann haben wir jetzt Herrlichkeit und er hat abgebrochen. Dann Coffee. Copy. Glaube ich ABS ausgeschaltet, so wie ich das gerade sehe. Na, bricht ab. Scheinbar ein Fehler drin. Dann haben wir, habe ich jetzt nichts mehr gesagt, gerade auch ist jetzt noch auf Hotlap.
weil ey, die brechen wahrscheinlich jetzt alle ab, ja. Ja, Unheil ist auf Hot Lab. Xayah auch. Wahrscheinlich Xayah ist weiter vorne, ja. Ja, es müsste Xayah als nächstes sein. Gefolgt von Tobi. Ne, Tobi ist langsamer. Sektor 3 war okay, aber klar geht ja noch viel mehr, aber war in Ordnung. Gucken, was die Zeit sagt, das 41,4. Boah. Sagst du, jetzt kommt Yukio. Der bricht ab. Ja, gut. Müsste Unheil jetzt kommen. 39,9. Stark. Also auch keine gute Runde von ihm. Outlap. Dann haben wir. Ja, und die nächsten beiden sind jetzt auf Outlap. Das heißt, der nächste, der jetzt kommt, ist dann TCL. Ja, der neue Caraccio. Kann man da draufbleiben gerade, was er da hier machen kann. Wird auf jeden Fall TK. Naja, natürlich. Ja. Ja, die Zeit, ja, eigentlich ja. Die fahre ich wahrscheinlich nicht mal morgen. Das, was ich gesehen, wie er bei der Brücke den inneren Körper da mitgenommen hat und kurz vom Gas gegangen ist, das hast du richtig gehört. Ja. Ja, aber sie ist richtig im ersten Gang voll auf die Kuse, also. Das machst du mit TK aus nicht. Aber das ist optimal, seit der Feier jetzt auch den eigenen gut erwischt. Ja gut, aber er muss halt nur unter die ersten 10 kommen erstmal. Genau, ja. Deswegen. Schön. Die Höchstleistung wollen wir dann gleich in der Q3 sehen. Auf die 2. P2, sehr gut. Ja, damit sollte der eigentlich auch durch sein. Ja, Lars kommt jetzt. Oh, dann schaltet er nochmal. 41,1. Und jetzt sind wir auf Helligkeit und Copy, die noch eine Zeit setzen müssen. Ja. Oh, Skillerhuber wettet morgen auf dich. Ja gut, das macht er aber jedes Mal und das macht er aber auch, weil er weiß, dass er dann nicht, weil er dann nicht zappen muss. Kannst auch Liga 1 auf mich setzen, ist gerade dasselbe. Eben. Gucken wir mal Copy, der geht jetzt auf Hotlap. Mhm. Der Red Bull Dutchy. Ah, der geht auch jetzt auf die schnelle Runde. Ja, der macht wohl er ist. Also Kopf jetzt recht der erste sein. Ja, gehen wir auch nochmal drauf. Und das dumme Gassi auch am Fahren. So, Hotlap, ja, ist er. Dome aber der Kassi ist noch hinter Copy. Lila Sektor 1. Skiller Hero sagt, er muss, muss dich motivieren. Aus Skiller Hero. Ich lag das ganze. Ich lag das ganze Wochenende krank im Bett. Also ich habe null gefahren. Ich bin das Ding null gefahren bisher. Ich fahr morgen vor dem Rennen ein bisschen und das war's dann. Ich habe überhaupt gar keine Chance gehabt zu trainieren. Gar keine Chance. Also, nee. Da hilft auch Motivation nicht.
Auch nur von Copy sah bisher nicht schlecht aus. Aber wir kriegen leider keine Zwischenzeit, weil er bisher noch keine Zeit gesetzt hat. Ja, aber irgendwas ist trotzdem da gewesen. Irgendein Fehler hat er trotzdem gemacht. Dicken Fehler. Oder? Und? Herrlichkeit ist DNF im Brückensektor. Doch mit 40-0. Ja, da habe ich mich doch verguckt. Ich dachte, wir fahren 28er Zeiten, nicht 38er Zeiten. Oh Mann, bin ich lost. Yu-Gi-Oh! Muss auch noch fahren, also auch noch eine Zeit setzen, weil die eben, die war nämlich komplett am Müll. Er hat mich gedreht in der letzten Kurve. Hodachi, halbe Sekunde schneller. Auf die Zähne mit einer 40-2. Ja, du bist jetzt auf dem heißen Stuhl. Viali ungültig. Hat aber noch eine Runde Zeit. Mindestens. Ja. Das ist Yukio jetzt der nächste mit 9 Zehntel Verbesserung. Das würde trotzdem nicht reichen. Aber gut, er hat natürlich jetzt auch letzte Kurve hat er sich ja gedreht gehabt. Also da ist ja noch dick Zeit drin. Ne? Wird es. Da die 6, das ist Platz 1! Also ich sag, gezeigt, was hier geht. Ich sag dir, wenn er die Spins weg mal sich mal weg also wirklich mal wegkriegen würde, dann wäre der dann würde der so gut hier fahren, dann würde der so gut um den Titel hier mitfahren. Es hat er wieder umgestellt auf TK aus und hat auch eben gesehen, aber der fahrt sich auf jeden Fall ordentlich verbessert. Also guter Junge, dafür respektiere ich ihn sehr. Ah gut, wir alle hat's ungültig gemacht. Ja gut, der nimmt jetzt nochmal Schwung. Haben wir eben schon mal gesehen. Copy hat abgebrochen. Dachi fährt der noch? Oh, eine Sekunde lang. Nee, für Dachi wird's nicht mehr reichen. Dome Garcia bricht auch ab. Sitzt aber auf dem heißen Stuhl. Xai ist auf Outlet. Ah, Dome Garcia, das ist natürlich jetzt kritisch, weil Vieli, der kommt jetzt nochmal. Also könnte vielleicht, aber auch im ersten könnte es glaube ich auch kritisch werden jetzt. Ja, Dachi bricht ab. Ja, der schafft auf Viali knapp 13 schneller nach Sektor 1. Ja, der muss aber eine Sekunde finden. Ja, der muss irgendwo einen Fehler drin gehabt haben. Und der hat eigentlich die Pace auch. Ja, das ES wird aber nicht reichen. Ah, stimmt. Oh, hier macht er wieder einen Fehler. Ich glaube nicht, dass das reicht. Xaya die nächste. Die geht ja sofort lab. Ja, die 18. schneller jetzt. Ah, das ES wird das aber reinkicken. Jetzt gleich. Na gut, immerhin Sektor 3, ne? Das ist halt dann doch nicht mehr so. Ja, da ist er ja nicht so ausschlaggebend, aber klar, wenn du jetzt wieder auf das Startziel kommst, da brauchst du schon. Könnte interessant werden jetzt. Ah, Dome Garcia ist jetzt auch am Beten. Was sagt die Zeit? Platz 8, Dome Garcia raus. Aber Xayah kommt auch noch, die letzte, die noch unterwegs ist. Das ist 1 Zehntel schneller. Ärgerlich für Dome Garcia, den hätten wir eigentlich im Q3 gesehen. Bushi fährt auch noch. Auch eine Zehntel schneller. Nach Sektor 1. Ja. Aber Xayah muss 1,5 Sekunden finden, wenn sein Domi an Bushi ran will. Oh, die Auffahrt auf die lange Gerade war nicht gut. Naja, die war gar nicht gut. Aber trotzdem, 4 Zehntel, 4,5 Zehntel bisher. Würde aber trotzdem nicht reichen. Da müssen 1,4 Sekunden her, gefühlt. Man muss jetzt noch eine Sekunde finden in Sektor 3. Schwierig. Nicht unmöglich, aber schwierig. Da kommt 3 so ordentlich aus. Jetzt ein bisschen mehr Schwung mitnehmen können. Oh, 47. Bleibt auf der 13. Aber ordentlich.
Damit haben wir ausgeschieden Dom Kassir, Dachi, Xayah und Helligkeit. Und Busch hat Glück gehabt. Aber der fährt trotzdem noch mal durch. Ja. Auch wenn das nicht mehr musste. Damit haben wir's. Für mich ist natürlich dann doch die Überraschung, dass Dom Kassir ausgeschieden ist. Und den hätte ich echt gut drei gesehen. Ja, Halabong schreibt es, ne? P6 bis P11. Arscheng wieder. Alles, na, ja, 39, 39, 9, 40-0, 40-0, 40-0. Das ist halt schon krass. Allein Koppi und Burschi sind alle nur 5000stel auseinander. Skiller hier, Liga 3 fängt an spannend zu werden. Du, der Spannende kommt erst im Rennen. So Ah, ich glaube richtig. aber jetzt Q3 könnte auch interessant werden. Gib doch mal einen Tipp ab. Wen tippst du auf Pole Position heute? Also, nachdem ich jetzt schon gefühlt drei verschiedene Leute da vorne gesehen habe, die alle irgendwie eine Zeit setzen, ich sag einfach mal, unser guter Yukio macht das. Ich vertraue dem. Ich habe so das Gefühl, ich glaube, der Neue macht da der TCL. Ich glaube, der fährt auf Pole Position heute. Habe ich irgendwie ein Gefühl. Am Ende kommt gut Viali mit so einem Ding um die Ecke und haut mit so Hammer Time um die Ecke und ballert auf die Pole. Ich hätte es bei Yukio auch nicht gedacht bisher, dass er Ja, da für so krasse Zeit da irgendwo findet. war gut die Runde. Er hat dich gehört, gar kein Druck im Debüt. Mit Druck muss man umgehen können. Ja, alle Augen sind auf dich gerichtet, ne? Die Neuen sind jetzt, ja, müssen begutachtet werden. Unter Beobachtung. Ja. Oder wollen drei gleichzeitig raus? Ich finde das immer so witzig, wenn die Autos sich gegenseitig wenn das Spiel die Autos gegenseitig ausbremsen, obwohl die Autos in der Fastlane Vorfahrt haben. Oh, die wollen alle in direkten Zeit setzen. Allen voran Billy. Wir haben ein vollständiges Team, haben wir noch in Q3, das ist Alpine. Ob sie das Ja. auch nutzen? Wer ist denn der Erste? Es sieht nach Billy aus. Billy, sorry. Rot Eilish, meinst du? Ja. Ist gefolgt von Burschi und es müsste etwa laser. Nee. Doch, etwa laser, ja, doch. Ist der einzige, was vorhin übrig Ja, Frage im Chat. Wen seht ihr auf Pole Position heute? Oh, ist der Kaffee gleich leer? Muss ich mir einen neuen holen. Mist. Die Ferrari. Okay. Zucht, der jetzt schon kleiner daher fährt. Skileo schreibt, ich verleihe hier. Ja, kann ich gespannt sein. Auf Please. jeden Fall ist Billie Eilish jetzt der Erste, der auf die Hotlap geht. Billy Paul. Kann ich mir auch gut vorstellen. Billie Eilish, die Runde war auch gut. Ach, die konntest du alle, Und die da vorne jetzt gerade waren, konntest du dir da vorstellen. aber Yukio muss natürlich so ein Ding nochmal hinzaubern, oder? Ja, wir Hat schon dürfen auch der so einen überhaupt? Mars Left Chat nicht vergessen, ne? Stimmt, den haben wir auch noch. Ja. Wir sind ein paar, die das können.
Also bin ich eigentlich gleich in Sektor 3, wo es entscheidend wird. Der Bunk tippt auf den neuen, aber hofft auch auf Tobi. Klar, gönnen wir es ihm. Aber muss es auch erstmal auf die Strecke bringen. Sehen wir jetzt. Billy ist auf den letzten Meter, ne? Durch die letzte Kurve ganz gut noch. Und 34. hier auf jeden Fall schneller als eben, was er gesetzt hat. Bursi 40,1, ich war der 38,7. Yukio. Senior Einhall 39,1. Yukio 38,1. Ja, der hat Bock. Ach, sau stark. Aber auch die von den Top 3, die Runde waren alle drei, die waren gut. Auch Eva Lay mit der 38,7. Und halt eine 39,1 ist ein bisschen. Weiß ich nicht. Ob er nicht trainiert hat, ist ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, der mischt da vorne eher mit. Ich glaube, Fiali hat nicht trainiert. Schon wieder ungültig gemacht. Ein Fettetini hat abgebrochen. Ja. Dann kommt jetzt der neue. Lila Sektor 2. Gut, das heißt in dem Spiel hier eh nichts, aber ja. Und bei Hallabong fällt es überhaupt nicht auf, dass er pro Ferrari ist. Nee. Matthias Binotto. Oh, den Querstär gehabt. Vierte Position. 38,8. Und da hinten haben wir einen Ferrari stehen. Und es ist Yukio. Oh, Lars ist ja auch noch dabei, sehe ich gerade. Das hatte ich gar nicht am Schirm. Ja, und Yukio hat wieder seinem Namen alle Ehre gemacht. Ja. So, damit haben wir jetzt nur Vihali, Lars und Koppi ohne Zeit. Koppi kommt Koppi jetzt. Kommt aber jetzt. Echt, der 41. Der Start in die Hotlap war schon nicht gut. Da kam er nämlich, um einem schnellen hinten auszuweichen, zu weit raus. Hat zwar nicht ungültig gemacht, aber hat halt trotzdem sehr viel Schwung verloren für die Hotlap. Also es war unglücklich gewählt, da den Ferrari hinter sich durchzulassen. So, apropos Ferrari, der Lars, der fährt jetzt auf seine Hotlap drauf. Ja gut, der Neue ist auf fährt rein. Ja, dann ist es jetzt nur Lars, der jetzt fährt. Ja, das wird aber seine einzigste Zeit sein, die er fährt. Du bist aber auch kein RS. Hallabong, Lars auf die 3. Alles ungültig gemacht. Ja, damit hat er sich auf jeden Fall die Entscheidung abgenommen, dass er jetzt gleich keine Zeit mehr hat. Der kann jetzt ganz reinfahren, direkt wieder rausfahren. Aber muss sich trotzdem beeilen. So, Copy DNF. Und ich bin richtig ungünstig und richtig ärgerlich. Und wir haben das In-Lab. Und wir haben das berühmte, wir haben die berühmte Hip-Hop-Radaufhängung. Ja, vor allem wenn du da im Rennen stehst, das ist richtig ungünstig dann. Oder eine Kurve davor, auf der, also davor das Stück. Ja, da, genau. Da wo jetzt der Lars durchfährt. Ja, es gibt hier einige ganz fiese Stellen. Deswegen bin ich mal sehr auf die Renndisziplin gespannt. Okay. Ach so, er hat genug Sprit dabei und fährt noch eine zweite jetzt. Okay. Ja, vielleicht hat er keinen neuen Satz mehr. Na gut. Ja, kann auch sein.
Ja, dann sehen wir, bleiben wir direkt auf Lars, der jetzt seine finale Runde fährt. Copy macht's im Rennen. Ja, Copy ist letzte Woche hat er ein Podium geholt. Möglich ist es auf jeden Fall. Lars, Lila Sektor 1. Oh, die Kurve hat er gar nicht erwischt. Bin auch so ein Hat bisschen am Lecken. ja ein bisschen, aber nur. Ja, mal abwarten. Wir können ja ein bisschen, du kannst ja ein bisschen darauf achten, wenn du die Zeit dafür hast. Oder wie die Zeit dafür haben mal im Rennen. Wie sich's da verhält, wenn dann die ganzen Fahrer aufeinander hängen. Das kann für uns auch wiederum anders aussehen, als wenn du hinter ihm herfährst. Ne? Ja, eben. Haben wir auch schon gehabt, das Japan-Rennen, dass wir abbrechen mussten. War dann auch bei Ja. mir, sah es okay aus und für die Fahrer war es ganz schlimm. Ich kann mich ja an diesen riesen Crash erinnern da. Boah, gab das eine Diskussion danach. Okay, jetzt leckt da ein bisschen mehr. Da ist er gerade ein bisschen in die Wand reingefahren bei mir. Bei mir auch. Aber schauen wir mal, was er jetzt hier für eine Zeit hinlegt. Für ihn war es nämlich das dann gewesen. Oh, die letzte Kurve erwischt er gar nicht gut. Ist aber eine Was 39,2 auf passieren? Platz 7. Ist okay. Hat damit Aber auf jetzt den jeden Fall ersten. die 39, die 40er Zeit auf jeden Fall geknackt. Ja. Das Copy Und nicht schafft. Yukio fährt noch, fährt auch noch, aber der will uns noch eine bessere Zeit zeigen. Natürlich. Was schon auf Hot Lap jetzt? Mars? Ja, Mars ist schon auf Hot Lap, ist ein Zehntel schneller. Auf der Nerf, jetzt kommt. Na, Unheil kommt er zuerst. Oh, Zehntel aber war's nicht. langsamer. Wird sich Stand jetzt nicht verbessern können. Warten wir mal Sektor 3 ab. Und doch, 7 Zehntel Platz 2. auf die Boah. 2. Ah, Einschlag vom Mars. Ja, damit war's das. Das wird die Position 6 oder schlechter für Mars. Geht war's. Für Mars. Hast du diesen schlechten Reim gehört? Es ist frech, ne? Ich habe extra weg gehört. Ja gut, besser ist es. So, Bursch, ich fährt jetzt auf seine schnelle Runde. Dann müsste Yukio der nächste sein. Ist 2 Zehntel langsamer. Ja gut, in der Runde vorhin hat er wahrscheinlich auch also ziemlich alles gefasst plötzlich. Mal schauen, was jetzt noch geht. Und da geht Okay. noch was. Zwar nicht viel, aber es geht was. Ja, hat Sektor 3 noch was geholt. Haben wir jetzt. Unheil ist langsamer. Das ist jetzt doch dann Buschi, der jetzt kommt. Knapp eine Zehntel Ja. schneller. Aber ich glaube, die Zeit könnte, wenn nur Billy und ist minimal schneller nur. Ich fände das im Billys Fall schon. Ich finde, der ist zu nah dran. Das würde mich hardcore irritieren. Genau, das geht noch. Ja, also mich persönlich würde das so irritieren, tatsächlich. Ja, ich sag mal, wenn jetzt Bushi noch einen Querschnitt oder irgendwas da hat, dann wird's natürlich ärgerlich. Ich mag das allgemein nicht so. Auch wenn das jetzt vielleicht reicht, aber ich mag es nicht so nah hinter einem herzufahren. Dass einer in Sichtweite ist. Wir haben Gelb, oh, da hat sich einer gedreht. Ist es Yukio wahrscheinlich, oder? So, der war Bursche jetzt. Wo wird er sich verbessern? Und Billie Eilish auf Pole. Minimal 3000stel vor Yukio. Ich brech ab.
Ja, Yukio wird sich jetzt wahrscheinlich in den Arsch beißen. Oder wird sie mit seinem If P2 sehr zufrieden sein? I lay 3 Zehntel schneller. Wo bleibt die Zeit stehen bei Verlay? Der neue auf die 4. Auf die 5. 38,4. Und den habe ich gar nicht am Schirm. Ja, okay. Aber guck mal, da, guck mal, wie eng das zwischen 4 und 5 schon wieder ist. Und zwischen Ja, 3. ist der Wahnsinn. Das sind drei Leute innerhalb von wieder einer Zehntel. Ne, einer halben Zehntel. Das ist schon nur eine halbe Zehntel sogar nur. Ah, damit sind wir Boah, was durch. ein spannendes Qualifying. Junge, Junge, war das Was? knapp. Also Hallabong sagt das als Ferrari-Anhänger. Oh no, ich sag als Williams-Anhänger, geil. Ja, damit haben wir Billy auf 1, Tobi auf 2. Hätte ich auch eine sehr starke Leistung. Unheil auf 3, der neue Carajo auf der 4. Ifalei auf der 5, Mars auf der 6. Ja, der hat es leider mit dem Dreher kaputt gemacht, sich irgendwie. Lars auf der 2. Ferrari auf der 7. Starke Ferrari-Leistung auf jeden Fall. Ja, Bushi, Coppi und Viali. Auf den Plätzen 8, 9 und 10. Viali dabei ohne Zeit tatsächlich. Ja. Und ich bedanke So mich eine für Sch 21 Zuschauer bisher. Hallabong, ja, Billy mit Pet plus DK. Start wird eh gleich ballern. Ja, stimmt. Ja, gut, aber die fahren alle, Liga 3 fährt ja alles Gefühl, fahren ja alle mit TK und Voll-TK und so weiter. Das heißt, dann werden alle gleich den Bombenstart ballern. Yukio nicht. Ach, Yukio macht das. Boah, aber wirklich so eine knappe Pole Position für Billy. Haben wir Junge, Junge, eine Junge. Startzeit? Da ich keinen Zugriff auf Liga 3 Chat habe, Grüße gehen raus. Ja, in 3 Minuten. Dankeschön. Kannst du doch wohl denken, Junge, Junge. Nein, kann ich nicht. Aber bist du erst seit gestern dabei? Ja. Nee, seit heute. Hallo, ich bin der Neue, frisch in die UPL gekommen. Bann. Ja, direkt bannen. Ja, Alabong schreibt auch, es sind immer 3 Minuten Pause. Martin! Ruhe auf den billigen Chatplätzen da. Er schreibt, solltest du als Koordinator wissen. Junge, 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 Junge. Du, das ist mir egal. Ich mache immer meine eigenen Pausen. Ob es 3 oder 4 Minuten sind. Aha. Mag der Länder gebannt werden. Ich habe noch keine Regel gesehen, wo steht, Leitung. dass die Pause 3 Minuten, dass ich 3 Minuten sehen muss. Wenn ich halt nochmal kacken muss oder so, dann gehe ich halt, dann sind es halt 5 statt 3 oder so. Ja, Das von würde ich mir in der Zeit aus. gar nicht schaffen. Ja, Hallabong, für eine Kündigung müsste ich erstmal einen Vertrag haben. Und den würde ich garantiert nicht unterschreiben, weil ich kein Gehalt kriege. Du musst da doch drauf zahlen. Ist mir doch egal. Ja, fristlos. Dafür müsste ich halt immer noch einen Vertrag haben. Leute. Wirtschaft. Hauptsache weg. Aber Hauptsache erstmal zweimal korrigieren noch. Nee, aber kommen wir zurück aus. Gucken wir uns hier erstmal die wirklich ineinander stehenden Standardmännchen da an. Die Boxencrews, die total motiviert da rumstehen. Nee, aber was glaubst du, wie viel werden wir gleich eine wilde Runde 1 sehen? Werden wir viele Crashs sehen oder allgemein Safety Cars? Ja, gut, das ist Singapur, also ich denke schon. Ja, zwei Safety-Gas werden, denke ich, schon kommen. Allein auch Kurve 1, 2, 3 wird sehr kritisch werden. Ich denke schon, dass da den einen oder anderen Flügel grillen wird. Ich sag ganze Sektor, Aber ganze sonst an Runde 1. sich, Liga 3 ist eigentlich relativ anständig geworden, was das jetzt angeht. Ja, Wir das haben hatten wir in das Liga letzte 2 übernommen. Mal. Letzte Saison hatten wir natürlich auch hier einiges Theater gehabt in Liga 3.
wo dann zwei Fahrer danach eine Rennsperre bekommen hatten, weil sie sich nicht benommen haben. Aber ich finde es, die haben sich gewaltig gemacht in der Liga 3. Also ich denke schon. Ja, wie gesagt, die erste Runde und auch die ersten Kurven in Singapur sind immer kritisch, egal in welcher Liga. Ich denke schon, dass da scheppern wird, aber sonst denke ich schon, dass das hier vernünftig durchgeht, aber es werden trotzdem zwei Safety Cars kommen, weil allein ist es Singapur, da kann so viel passieren. Und wir dürfen die unvorhersehbaren Dinge nicht vergessen. So ein Spiel schickt auch gerne mal einen Safety Car, wenn gar nichts auf der Strecke. Richtig. Wen siehst du denn heute als Sieger hier, als potenzieller Sieger? Billy. Der Junge ist einfach bodenlos konstant. Ja, das denke ich allerdings auch. Frage an den Chat. Trennen sich unsere Meinungen, wer das Ding gewinnen kann, oder seht ihr das anders? Gehen wir mal ganz kurz die Reifen durch. Es ist nur Unheil, Und Dutchie Bayer und Mike. Bayer Mike auf Mediums. Der Rest auf Hard. Das ist sehr interessant, weil Dutch normalerweise ist ist auch auf hart. in Liga 3. Sind nur zwei Mediums. Nein. Dutchie ist auf Mediums, Unheil und Bayer Mike. Nein. Bei mir sind es nur zwei. Senior Unheil und Bayer Mike. Komisch. Gut, Hier die ist Rundendaten Dutchie auf brauchen Mediums. wir nicht. Ja, Wenn ich gut. den Stream gucke, war hab ich. Ja. Hast du recht. Komisch. Da schummelt einer. Und ich will mal an das Feld dahinter erinnern. Wir haben eine Regel von an den zweiten. 10 Wagenlängen Abstand, meine Freunde. Aber da muss irgendwas passiert sein, denn Tobi ist nicht auf Platz 2. Und Dutchie ist rausgeflogen. Okay. Laden wir La schnell wieder ein. ja. Aus Reflex wollte ich schon wieder tun. Oder wir haben dann wieder so einen Lenny Luke. Ich glaube, vorletzte Season war es, wo er einfach auf drei Reifen hier um den Kurs fährt. Dutchie ist wieder eingeladen. Ja, dann darfst du den Start gerne tun. Das könnte spannend werden. Allein weil Yuki halt nicht die Dicke hat und auch Sandy Ohn halt auf den Medium startet. Das könnte spannend werden. Oh, da hat schon die Boxen, das Boxenteil verpasst. Oh, einige. Also Alonso hat jetzt da, wo Billy steht, schon eine Strafe für gekriegt im Singapur-Rennen. Da jetzt haben wir die 5 roten Lichter. Singapur Liga 3. Let's go, Ampeln aus und es fährt keiner. Hallo? Jetzt fahren sie. Oh, Und Viali bleibt es. stehen und Kollision Eieiei, am und da hat's Start. geknallt. Billy bleibt aber vorne. Fünf. Und Yukio verliert hier natürlich jetzt ein bisschen. Auch Ifalay ist vorbei. Nee, nebeneinander Ah, machen. oh, Kollision. Oh, was machen die denn da? Ifalay lenkt aber. Oh, was ein Und Chaos wer? hier hinten. Alter Falter. Wir haben schon VSC Bielli. Warum ist denn Bielli stehen geblieben? Ist der rausgeflogen oder? Jetzt fährt Bielli. Ja, Oder? weil KI jetzt fährt. Oh, DSQ. ja. Ja, super. Im VSC. Auf einen Maßgen, Strafen. ja, und ja, es hat leider Happy erwischt. Der hat eine 5-Sekunden-Strafe gekriegt, weil er dem stehenden Viali reingeknallt ist. Und einige Danidi auch, Master Chat auch. Panda ist Eieiei. auch, hat auch kein Flügel mehr. Der ist, glaube, der ist dem Alpha Tauri dann drauf gefahren. Boah, es Jetzt war ist auf jeden Fall das Spiel von mir abgestürzt. perfekt. Na super. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich jetzt mal wieder reinkomme, oder? Nicht als Host.
Ja, da bin ich. Ich kann dir ja meine Bildschirmübertragung anmachen, wenn du willst. So, wir gucken mal weiter. Derweil Billy und Senior Unheil. Die konnten sich nach der ersten Runde bereits im Doppelpack absetzen, gefolgt von Tobi, der auch eine kleine Lücke zu Ifalei hat. Ja, und dahinter ist dann Mars, auch mit einer Strafe. Problem ist natürlich, weil Dutch hier rausgeflogen ist, hatten wir da vor die Woche auch mit Billie Eilish gehabt. Also ich bin gerade wieder da. Moment kurz. Bisher spinnen auch die Intervallzeiten angeblich Unheil ein minus ein 1,1 Minute 51 langsam hinter Billy, aber das wird sich wahrscheinlich jetzt gleich wieder richten. So, wir sehen Herrlichkeit und Xayah im Kampf. Was ist da hinten los? Panda und No und Nubi haben sich da. Was macht die denn da? Warum machen die denn so langsam? Also. Ja, also irgendwas stimmt hier auch nicht, wenn Happy wurde mir gerade noch in der Box angezeigt und hatte anscheinend denselben Bug, wie ich den letztes Mal in einem Event hier hatte. Oh, da gab es einen Wechsel zwischen Dome Garcia und Lars, aber das sah eher nach einer leichten Kollision aus. So, jetzt gucken wir mal. Billy und Unheil. Okay, Billy, Unheil wird jetzt von. Also, hier stimmt irgendwas nicht. Also, Unheil ist plötzlich auch extrem langsam. Ja, Leute, also Halabong, gerne mal reinschreiben, wenn jetzt neu gestartet wird oder So, das in Martin, sind Plan wir ist. da. Martin, Neustart, Neustart, Ja, Neustart. gut. Ich hab's mir fast gedacht, weil das ist hier. Ja. Übrigens, Happy hatte eben den gleichen Fehler wie ich damals in dem einen Event, was der gute FLA geplant hatte in Singapur. Wo du aus der Ich muss Box mal gefahren kurz bist und Anfang Sektor 1 nicht richtig Gas den geben jetzt. konnte. Oh mein Gott, ich muss mal kurz hier reinschreiben wegen Neustart. Ja. Ja, damit wird es gleich eine Stream-Unterbrechung geben, meine Freunde. Wir werden gleich dann wieder live da sein. Ja, gibt einen Neustart, Nax. Alles ruhig. Ruhig, Blutbrauner. Nein, aber wir werden dann gleich wieder live sein. Weil auch ich muss das Spiel einmal neu starten und damit die Verbindung einmal, die Übertragung einmal unterbrechen. Ja, und da würde ich sagen, ja, bis gleich. Gerne gleich wieder alle da sein.